Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption Online. Ich bin jetzt heute alleine unterwegs, da ich momentan doch erhebliche Probleme mit dem Discord habe. Ich habe jetzt bei Sandy ganz normal mitgemacht in den Aufnahmen, weil sie mich scheinbar gut gehört haben. Ich hatte aber das Problem, dass ich sowohl Sandy als auch Blackie nur ganz abgehackt höre und so komisch, ja, knisternd, durchbrochen, ganz komisch. Und ja, deswegen nehme ich jetzt heute alleine auf, weil ich glaube, das wäre nicht sonderlich angenehm für euch, das so die ganze Folge zu hören. Wir arbeiten aber da schon an, ja, an einer Lösung und natürlich gestern schon eine Folge und morgen auch wieder bei der Sandy am Kanal auf Nick Roll. Den Kanal findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt und dann geht es auch hoffentlich bald wieder in meinen Online-Folgen mit den anderen beiden weiter. Ja, ich sitze, ihr seht es nicht auf War Admiral, ich sitze auf Saphira und sie sieht nicht aus, wie die Araber normalerweise aussehen, denn ich habe sie ein bisschen personalisiert. Sie ist jetzt ein Lichtfuchs mit heller Mähne und hellem Schweif. Das seht ihr jetzt leider gerade nicht, weil, oh Wunder, es ist ja mal wieder Nacht. Und ich habe mir überlegt, ich versuche jetzt einfach mal hier so eine Stranger-Mission alleine. Gucken wir mal, hier sitzt jemand rum und ich möchte jetzt mal schauen, wie wir dem helfen können. My lackey. I got some stage robbing friends owe you a favor. You want some more work? You want that work? Senkt in Ehre. Oha. Spielerattentat? Ach du Scheiße. Now how about that? You know, I happen to have just the thing to keep you busy, if you can handle it, that is. Some loudmouth been carrying on all around here. You gonna shut their mouth permanently. You understand me? Oh, yeah. Now, I'm itching to do this myself, but I'm giving you the pleasure. So, get on with it then. Istanbul, oh Gott. Ich habe dafür wie viel... Oh Gott. Ja, super. Wo ist der gerade? Ich muss den nicht ernsthaft jetzt hier im Saloon erschießen. Ist das sein Ernst? Oh, scheiße. Scheißendreck. Habe ich auch ein Messer, aber ich bin mit der Waffe dann besser. Oh, scheiße. Das wird interessant werden. Kann ich das Pferd beklauen? Das Pferd ist ja gerade ganz brav. Du bist aber ein feines Pferd. Oha, es ist jetzt gerade... Super, und jetzt habe ich hier... Oh nein, ich habe das Pferd... Jetzt habe ich auch noch das Pferd geklaut. La 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 la. Und ich habe nicht gesehen, was ich verdient habe, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, super. Ja gut, ich habe jetzt halt einfach mal... Jetzt habe ich einen fuchsfarbenen Araber. Ist auch hübsch. Ist das ein Araber? Ja, das ist der Araber. Jetzt habe ich auch noch jemanden im Oha. Kommt mein Pferd jetzt ran? Oh, scheiße. Oha, wir hätten hier hinten noch eine Aufgabe. Ja, Saphira, komm. So, du kannst wieder nach Hause gehen. Du bist ein braves Pferd. Allen Ernstes hat sich gerade mein Pferd selber auf die Schnauze gelegt? Gibt's doch nicht. Also ich hatte in der Zwischenzeit auch mal einen Striegel gekauft, dass er mich darum kümmern kann. Das hatte ich auch noch nicht, dass ich einen Spieler angreifen muss. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich war gezwungen. Ich musste das tun. Oh Gott. So, und wir haben jetzt hier hinten...
beim Postamt wäre noch. Warte mal, ist die gerade weg? Nee. Die ist noch da. Da bei der Postmeisterei. So, komm, dann reit man da mal noch hin, in der Hoffnung, dass ich da eine nicht ganz so blöde Aufgabe bekomme. Ich will doch gar nicht unbedingt Spieler töten, also zumindest nicht, wenn sie mich nicht angreifen. Dolle Wolle. Wie verhält sich das? Bekommt man so eine Aufgabe einfach so, oder muss sich die Person wirklich irgendwie daneben benommen haben, dass man die Aufgabe bekriegt, die Person zu töten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn man das random einfach so bekommt, dann wird das ja auch das ein oder andere Mal erklären, warum man erschossen wird, obwohl man nichts getan hat. Und hier schon wieder eine Schießerei im Gange. Oha. Good to see you back. That last one didn't go so good, now did it? Was? Wieso? Warum? Da lief fantastisch. Welcome. How do you do? Can I interest you in a money-making opportunity? Immer. How well do you know the planes down there? I booked a stage through there and it has not come in. I thought it was just grazing land, but maybe there's still some uncouth elements about. Such a shame. Would you go take a look? And bring in our coach if you see it. There's a deer. Good on you. Okay. Come back anytime. Hatten wir die Aufgabe nicht schon mal? War das nicht die erste Stranger-Mission, die wir gemacht haben? Kann ich nicht einfach drüber springen? Ach komm. Ich bin eine alte Frau, so unbeweglich. So, Saphira. Dann wollen wir mal. Warum habe ich eigentlich dieses gammelige Seilzaumzeug? Warum habe ich nicht das, was eigentlich zum Sattel dazugehört? I don't get it. Ich weiß nicht warum. So, ich glaube, da rechts geht's steil runter. Wir sollten wahrscheinlich hier besser nicht querfeld einreiten, sondern uns ausnahmsweise mal so ein bisschen an die Wege halten. Na los, weiter. Oh, 19 Minuten habe ich insgesamt nur Zeit. Warte ich. Ja, wahrscheinlich insgesamt 20 Minuten. Komm, das kriegen wir doch schon hin. Wo ist denn das Suchgebiet? Bis wohin müssen wir denn? Ach, guck da, wir sind ja schon fast da. Das Dumme ist, da ist auch noch gerade ein anderer Spieler. Da hinten ist es beleuchtet. Wahrscheinlich ist da dann irgendwo die Postkutsche. Ich lasse vielleicht mal besser mein Pferd hier stehen. Guck mal, da steht auf jeden Fall eine Kutsche. Ich würde die gerne noch plündern, bevor ich hier abhaue, aber ich glaube, lauf, Pferde, lauf. Aber ich glaube, ich sollte mir direkt die Kutsche krallen. Ich muss ja nicht nur vor den Kerlen da wegkommen, ich muss ja auch noch hoffen, dass ich sie irgendwie unbeschadet zum Zielpunkt bringe. Oha, und ich glaube, mir kommt gleich jemand entgegen. Ich muss sie nach Valentine hochbringen. Ja, die können nämlich die Postkutsche angreifen. Wo sind denn die Rivalisierenden? Ach du Scheiße! Kann ich die nicht drehen und da hinten den Berg hoch? Guck mal, das ist, als ob die mich abfangen würden. Die stehen da immer noch. Kann ich da nicht einfach den Berg hoch, da hinten? Und damit ein bisschen
Und die umfahren. Bitte, 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 lass mich hier hochkommen. Zieht! Zieht, Jungs oder Mädels. Zieht! Yes. Das sieht doch gut aus. Das wäre es doch jetzt mal, wenn ich das hier hinkriegen würde. Was haben wir es denn jetzt? So weit ist das nicht. Das ist ja hier auch so das Gebiet, wo ich gerade in der Story noch unterwegs bin. Oha, ich glaube, mir kommt gleich einer entgegen. Ich weiß es nicht. Ich halte einfach mal die Waffe vorsorglich in der Hand. Wir haben ja die Postkutsche nur zurückgebracht, ne? Also wir haben sie ja nicht geklaut. Die ist ja entführt worden. Yay! Geschafft! Nice! $0,04 Gold, $9,43, 242 Erfahrungspunkte. Also es war jetzt nicht mega viel, was ich dafür bekommen habe. Hey, die haben mir meinen Hut vom Kopf geschossen. Ich glaub das ja nicht. Frechheit hier. Eine bodenlose Frechheit. Wo ist jetzt mein Pferd? Da hinten. Oha, ich muss dringend meine Ausdauer mal auffrischen wieder. Ist das Pferd auf der anderen Seite. Ja, wir könnten rein theoretisch auch in den Zug steigen und einfach mal eine Runde mitfahren, aber das wäre jetzt Blödsinn. So, da ist ein Spieler, der scheint aber gerade eher AFK zu sein. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass er dann gleich auf einmal auf mich schießt. Das wäre ungünstig. So, und jetzt seht ihr hier mal wenigstens noch so ein bisschen den Araber. So ein ganz kleines bisschen. Ich würde mich aber für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Die nächste Folge morgen kommt dann wieder bei der Sandy am Kanal. Wie gesagt, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.